Hier wächst... Moment, hier bin ich im falschen Pfad. Hier wächst überhaupt nichts. Leute, willkommen zurück zu Pokémon Trading Card Game. Oh yeah. It's very epic, Leute. Meine allererste Aufnahmesession offiziell nun, ja. Ja, nun endlich offiziell. Letzten Montag. Moment, ich muss jetzt mal gucken. Warte mal ganz kurz die Maus benutzen. Heute haben wir Sonntag, den, lasst mich geraten, ich glaube, es ist der 10. Der 10.3. Und meine erste offizielle Aufnahmesession am Sonntag als YouTube-Partner. What the fuck's epic? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich kann es wirklich immer noch nicht wirklich so realisieren, weil das alles ja irgendwie nur dank euch immer möglich ist. Ohne Zuschauer ist man ja praktisch irgendwie, ja, überhaupt gar nicht interessant für solche Netzwerke. Aber nun mehr oder weniger geschafft, aber wichtig ist erstmal, ja, ich will zocken, ich will den Typ hier heute noch fertig machen, ich will den voll in den Ass treten, oh yeah. Philipp, Elektro-Pokémon können auch die gegnerische Bank angreifen. Elektro-Pokémon sind die stärksten Pokémon. Wie sieht's aus? Willst du gegen mich antreten? Gut, dann weiß ich dir gleich mal das Gegenteil. Und dann werde ich dem Zappel Philipp, haha, versteht er? Gleich erstmal aufs Maul hauen, Peng Bum weg. Cool, Peng Bum. Geil. Und ich muss sagen, das motiviert sehr. Boah, ich muss aber bis zum... Ich habe am Montag, das ist dann der... Der 4. gewesen. Da habe ich aber zwischen Montag und Dienstag Mitternacht meine Bewerbung. Ich muss da so ein Formular ausfüllen und da muss ich dann abschicken. Ich erzähle mir so ein paar Details. Natürlich, das ist nur das, was ich erzählen darf, nicht wahr? So, ich habe nur Dick da, ja. Toll. Aber ich habe Dick-Tri. Schön, cool. Art Style, let's go. Ich habe... Leider kein Bank-Pokémon. Na gut, was soll's. Erstmal ein paar Weise in den Klatsch und dann erstmal der Münchschnips-Bimbo hier. Lass mich Glück haben, denn ja, Gott sei Dank, Dick, der hat nicht viel Energie und könnte gegen 30 Damage ja schon schnell draufgehen, aber gut, da haben wir das Problem schon gelöst. Habe ich nicht einen Georock auf der Hand? Mehr war so. Ach nee, ein Razzap war das. Okay, cool. So, was hat er denn? Ein Kleinstein? Wait a moment, please. Warum hat er einen Kleinstein? Okay, hat Magnetilo. Mhm. Ja, Peng Bum Deck, das kann theoretisch auch ein Geowatz, da hat er recht. Also Peng Bum muss ja nicht unbedingt Elektro heißen, ne? So, aber wir sind Resistenz gegen Elektro. Ist natürlich für den Dicktree jetzt extra Porno. Und ich glaube, warte mal, Moment, Dick da auch, oder? Yay, yeah, epic. Jedenfalls bin ich von dem Standpunkt der extrem motivated richtig los zu daddeln für euch. Weil, ich weiß nicht, eigentlich ist das optimal. Ja, ihr bezahlt für die Displays nicht, könnt weiter schön in Ruhe kicken. Wer Werbeblocker hat, der kann sogar ungestört kicken. Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, ob er mich da unterstützen würde. Ich glaube, da darf man auch gar nichts dagegen sagen, irgendwie. Weil, schämen selbst das nächste, ne? Also, gibt ja Leute, die sagen, nö, ich finde es nicht so gut, dass du Geld damit verdienst. Die sagen einfach, machen Werbeblocker an. Ich glaube, dann kriegt man dafür nicht mal Geld. Das ist halt so, ist ihre private Entscheidung. Hat man ja als Let's Player sogar keinen Einfluss drauf. Also von daher, so, warte mal, Moment, jetzt muss ich mal Dick da. Kann der eigentlich als Dicktree schon angreifen? Ich glaube, nö, schade. Na gut, dann lass ich es noch eine Runde. Schlammbad, hier, wasch dich mal, du siehst echt scheiße aus. Eine schöne Schlammpackung macht schön. Lecker wird das hier. Stein mit Schlammsoße. Delicious. Wer denn den Zug anzugreifen? Warum gibst du ihm deine Energie, du Vogel? Oh, epic. Ich habe doch einen Kleinstein. Okay, ich habe zwei Kleinsteine auf der Bank, aber scheiß drauf. So, machen wir das hier mal. Warte mal, ich überprüfe mal gerade seinen Bereich. Dann würde ich sagen, da das Vieh sowieso down geht, machen wir gleich noch sowas hier. Schön Magnetilo anzapfen. Geil, epic. Voll fies. Wieso hat er überhaupt eine Pflanzenenergie benutzt? Das würde mich mal interessieren. Hat er noch Pflanzen-Pokémon im Pet? Oder das wäre schlecht für unser Deck, ne? Das wäre so richtig scheiße. Und naja, jedenfalls habe ich erzählt jetzt schon zum x-mal. Ich bin deswegen ziemlich motivated. Oh, ich habe sowieso wie immer Bock zu zocken. Kennt man ja von mir nicht anders. Alter Nerd-Gamer. Und ja, war halt ein bisschen drunter und drüber. Hat auch eine Weile gedauert. Weil, grüße an dich, wenn du das Video hier siehst. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass er regelmäßig meine Videos kriegt. Aber... ja, natürlich, wie man mich so kennt, ich habe natürlich wieder ein bisschen Sorgen, weil, ja, na, offenbar dauert es manchmal, bis man so eine Antwort bekommt, da gibt es dann so eine E-Mail für. Und, ja, die E-Mail, auf die habe ich ziemlich lange warten müssen, obwohl ich dachte, ja, das dauert nicht so lange, ich musste dann statt 24 Stunden wie angegeben, über 3 Tage warten, aber hey, was soll's, Freitag, natürlich kurz bevor ich in die Abendschule musste, musste ich dann feststellen, oh geil, ich habe die Confirmation-E-Mail erhalten, richtig Porno,
So, warte, ich quatsche schon wieder viel zu viel. Schlitz, tschüss, Mann. Steine schlitzen, sehr effektiv, ja, total. Da beißt man sie ja im Granit aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Er versucht's mit Energy. Ohne Sinn, das bringt dir doch nix. Ich mach dich fix. Und alle, dann bist du gleich down. Down. So, Energy für unser Geo-Rock. Ich könnte auch Relaxo ausrüsten, den haben wir doch, glaube ich, noch gar nicht gesehen, oder? Hm, wäre auch nicht schlecht, aber ich glaube, dazu kommt er gar nicht. Dickdri macht hier ganz gut, Alter. Lene, Schlitz, tschüss, du Stein. Wie schlitzt Dickdri eigentlich? Er hat doch gar keine Hände. Ich frage mich mal, wie Dickdri untenrum aussieht. Also jetzt nicht missverstehen hier, nichts ins Obszöne. Oh, da ist mein Mankey. Ich habe doch einen Rasaf auf der Hand, ich habe es doch gesehen vorhin. Mein Deck scheint äußerst stabil zu laufen, muss ich gerade mal feststellen. Es gibt vernünftig Energie, es gibt vernünftig Pokémon. Es gibt vernünftig Energie, also Entwicklungskarten, aber Smogmog ist schlecht, musste ich gerade feststellen. Smogmog ist richtig scheiße. Toll. Ja, das kann mir richtig böse wehtun. Nicht nur, dass es ein kack vollendes Gas kann, nein, es kann auch noch viel mehr als ein bekacktes vollendes Gas. Das kann nämlich Schwäche ausnutzen und mich dann noch außerdem neben der Schwäche auch noch bei Kopf vergiften und bei Zahl verwirren. What the fuck? Überhaupt nicht gemein. Aber dem ist eigentlich ganz leicht abzuschaffen, indem ich einfach... Ja, so. Oh, ich habe eine Pokémon-Power. Wollen wir die mal ausnutzen? Hm, machen wir mal. Mankey, verstohlen am Deck. Mankey, Monkey, dein Mankey. Gut, den nächsten Insel hatten wir schon mal. Verstohlener Blick. Wenn man das tut, kannst du einer von dir folgende Karten anschauen. Die oberste Karte vom Deck eines Spielers, eine zufällige Karte von der Hand eines Gegners oder einen der Preise eines Spielers. Kann nicht eingesetzt werden, bla bla bla. Kann man doch über seinen Zug machen. So, ich würde sagen, mein Spielbereich und dann, was haben wir denn hier? Eine Kampfenergie. Na, da würde ich sagen, dann nehme ich das andere lieber. Jetzt wird es nämlich episch. Und Earthquake, alter Fatz. Tschüss, Mann. Da bist du standfest, nicht genug, du Bob. Überall 10 Damage auf meine Pokémon verteilt, ist mir aber scheißegal, weil dafür kein vollendes Gas abzukriegen, das ist es mir doch allemal wert. Da da da. Bam bam bam. So, dann nehme ich das, was nicht. Oh, Winter auch, cool. Er setzt seinen Magnetilo ein, ich glaube, er hat gar keine andere Wahl mehr, sonst hätte er. Ja, er hat wirklich nichts mehr auf der Bank. Das ist ja billig. Oh, das kann nichts machen. Ist doch bekackt lame. Und was übrigens an diesem Partner getragen, ich erzähl mal jetzt ein bisschen was davon, ne, auch mal für die Öffentlichkeit, damit ihr es ja nicht mal wisst. Ich hab's ja jetzt auf Facebook und über, nee, warte mal, halt, wie heißt denn der Feed? Haben wir mal früher, Bulletin, hat man noch früher mal einen Namen für gehabt. Und da hab ich schon Bekannte gegeben, aber das liest ja mal nicht jeder, ich kenn's ja. Ist ja jetzt nicht das neueste Phänomen. Und ja, irgendwann habe ich dann gedacht, ach komm, erwähnst du auch mal im Let's Play. So, Moment. Ach komm, wir machen Schluss hier. Tschüss, Schlitzer. Und dann war es das auch schon. Egal, ob ich meinen letzten Preis sammle oder seine Bank leer ist. Er ist down. Gleich Doppel-KO. Dann müsste er eigentlich extra Karten gehen. Das wäre voll Porno. Oh yeah. Sieg und ich hab wieder gewonnen. Oh yeah. Wie sieht der aus? Ja, hat er wie eine Steckdose gefasst? Das ist ein bisschen spitz geworden, die Haare, ne? Der sieht aus wie ein Yu-Gi-Oh! Faker. Mann, das ist so lame. Mein Elektro-Deck hat verloren. Ich kann es nicht fassen, Mann. Natürlich hat es verloren. Was hast du erwartet? Colosseum, mein Sägert-Spaget. Pinsir, bla 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 bla. Nichts Besonderes dabei. Ich suche immer noch eine Karte aus dem Bursa-Package. Und zwar, ich habe mal geguckt. Im Intro-Bild habe ich erzählt, da kann man alle Karten durchgucken. Und da, oh, Detektor. Cool. Habe ich den schon gehabt? An zwei kannst du eine Hand über eine. Nö, ist doof. Der ist doppelt kloppt. Na, Tausch. Nächstes Mal verliere ich nicht, ich werde dich schlagen. Na ja, gut, nächstes Mal. Wie, du willst mich schlagen, Alter? Ich box dich, Alter, weißt du? Alter, machst du das kaputt an meine Dönerbutter, was? So. Freunde der Nacht. Ich würde sagen, wir begeben uns einfach mal hier in den Boss rein. Ich versuch's mal noch, diesen Part zu rocken. Und. Das ist natürlich wieder epische Fighting-Mucke. Und außerdem kriegen wir dadurch unser fünftes Medaillenabzeichen für die Schlangen der Clubmeister. Unsere Bühne muss ja schick aussehen. Hä? Moment, halt, jetzt muss ich nochmal ablehnen, weil ich habe jetzt nicht vorgelesen. Ich, alter Dödel. Nö. Ja, ich habe nichts mehr zu tun, also nehme ich es jederzeit mit dir auf. Ja, der hat nämlich auch erst mit dir zu tun, oder hat mit uns zu tun, sobald wir all seine drei Lehrlinge geklatscht haben. Aber das haben wir ja erfolgreich gemacht. Mein Elektro-Pokémon-Deck ist das größte, Alter. Wie sieht's denn aus? Willst du sehen, wie gut es ist? Möchtest du gegen Axel antreten? Hey, warte mal, bist du Axel aus Kingdom Hearts? Nee, der hat rote Haare. Egal.
Hey, die Funken fliegen für 6 Preise. Okay, aber vom. Da müssen wir jetzt voll die epische Axtstimme machen. Ich zeige dir, was mein Elektro-Pokémon-Deck drauf hat. Ja, okay, das sieht doch ganz anders aus. Finale Deck. Oh wow. Und Epic Fighting Mucke. So, dann lass uns mal eine gute Hand haben, Leute. Okay, Rion sieht schon mal nicht so schlecht aus. Oh. Okay, aber das ist super. Wenigstens ein super Trank, ja. So geht man nicht ganz so schnell down und Rion hat ja auch ein paar KP. Er hält also ein bisschen was aus. Ah, die Mucke ist so episch, ich finde die so geil. Down, down, schnips. Oh yeah, epic. Ich wünschte allerdings, ich hätte jetzt eine farblose, weil da könnte ich schon in der nächsten Runde... Das böse Electek, Freunde. Das ist übrigens ein richtig gemeines Elektro-Pokémon. Aber Rion hat ja eine Resistenz gegen Elektro. Also ist dagegen relativ, ja gut, der Blitzableiter, wenn man mal so will. Ich mach Silberblick. Endlich kann ich den Gegner auch mal trollen. Krieg aber keinen Kopf. Ist doch voll bekloppt. Ich könnte echt kotzen, Mann. Dum, dum, bom, dum. Ich hätte auch gerne so eine Attack, das ist cool. Ja, es kann mit einer Energiekarte schon angreifen und auch noch leben. Und hat ziemlich viele KP, das ist ganz cool eigentlich. Aber no effect, resistance, du kannst mich mal, du Pimmel. Darf man als YouTube-Partner überhaupt so eine... Oh, genau vor the white moment, Alter, richtig episch. Das ist fett. Rio und kann attacken und zwar mit Hornattacke aufgespießt. 60 Schaden wegen Schwäche. So, da könnte ich auch gleich mal gucken, was hat er eigentlich auf der Bank noch? Er hat beim Pokémon noch gar nicht geguckt, was das ist. Ein Magnetilo, gut, jetzt weiß ich's. Bitte keine Lähmung, das wäre scheiße. Ich krieg eine Meise. Ich könnte schon wieder keine Zeit sehen. So, was haben wir da Schönes? Noch eine Kampfenergie. Wow. So, Rasaf, freut eigentlich. Los, noch mehr Energie. Für den Fall, dass er mir irgendwelche abzockt oder so, oder ich hier den Supertrank für Energieheilen nutzen muss. Alles cool. Es ist noch nix verloren. Aber ist schon fies, ja, wenn man gegen einen Gegner kämpft, die so eine elementare Schwäche haben und dann baut man sich einfach ein Deck dagegen. Da sind die Großmeister eigentlich Pillepalle. Ein Kangama. Oh, das brauche ich auch noch. Weil ich habe mal. Ja, habe ich jetzt wieder unterbrochen mich. Auf dem Intro-Bild, da sind die Karten in einer bestimmten Reihenfolge. Und zwar in der Reihenfolge, wie man seine Booster-Packages findet. Jedenfalls habe ich da jetzt. Das Ursprungsbild. Ich hab's ja ein bisschen bearbeitet. Und ja, haha, Fail übrigens. Oh, er hat was auf die Bank gepackt. Guck ich gleich mal, was er da hat. Irgendwas Kangama, noch irgendwas. Noch ein Magnetilo. Okay, cool. Diese Karte, ich glaube, die habe ich noch nicht. Und die ist, glaube ich, auch im Kolosseum drin. Und das ist die Karte, wo ich letztens ein Part überlegt habe, was ist denn das für eine farblose Pokémon-Karte? Und da hat jemand auch Porygon in die Comments geschrieben, aber Porygon habe ich schon. Habe ich geguckt. Aber danke für die Idee. Ich bin im Part wirklich nicht auf Porygon gekommen. So, ein Preis. Ja, pff, rate mal mit Rosenthal. Kann eine ganze Menge sein. Und ich nehme mal... Ja, einen Trank. Cool. So, Kangama dürfte nicht schwer werden. Hallo, ich brauche ewig Energie, bis er angreifen kann. Okay, aber nun benutzt die Technik zum Apportieren. Also hier Frisbee-Scheiben fangen. Würde man jetzt in V-Sport-Sprache sagen. Und dafür kannst du mal eine Karte ziehen, ja. Auch nicht schlecht. Das kann man mal machen jetzt. So, oh, Menki, ich hab doch Rasauf auf der Hand. Hehehehe, das freut mich. Das freut mich. So, da kann ich gleich mal die verstohlene Black-Technik nutzen und... Hey, hallo. Ja, möchte ich. Und zwar... Gegner. Und zwar, ich möchte gerne in die Hand des Gegners gucken. Ah, er hat Magnetilo noch auf der Hand. Okay, cool. Ich dachte, vielleicht findet man da was Kniffliges und kann mal so ein bisschen die Taktik des Enemies for Warsan. Oh yeah, man, that's so epic. That's really cool, you know. So, genug gedödelt. Hornattacke. Schaff! Schön auf den Spieß. 60 Damage und das Vieh ist gleich down. 2/3 sind weg und dann stirbt es schnell. So. Mach deinen Zug, du Hodenkobold. Deep, deep, dille. Ein Magnetilo. Was ist denn so viele Magnetilos aus? Bringt ihn doch gar nichts. Er hofft bestimmt auf einen Magneton. Okay, das wäre ziemlich ätzend, weil das Vieh hat der Finale drauf und das macht schon Schaden. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel
Wenn Damage einkassiert. So, kann ich schon mal entwickeln, warum nicht? Hab ich doch Bock drauf. So, du kannst. Oh, du kannst schon angreifen. Geilo! Weil ist ja nicht. Rotzanfall, würde ich gerade sagen, aber Trotzanfall. Wirf eine Münze, bei Zahl ist Rasafer jetzt verwirrt. Ih, ist ja eklig. Verwirrung ist ja leider kein Effekt, der einfach mit der Zeit so wie Schlaf oder hier Paralyse verschwindet. Schön wert, ja. Schön wert, ja. Lass mir doch, glaube ich, Kratzfurie fast lieber. Down. Auf den Spieß, tschüss du Spaten, du bist down. Bam, 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 badam. So, was haben wir hier? Dick da. Okay, cool, warum nicht? Kann man ja mal machen. Vielleicht kriegt er noch einen Dickdreh dazu, das wäre ganz cool. Oh oh. Oh oh. Macht das wirklich? Du hast doch jetzt nicht vor, oder? Oh, er macht's Finale! Brrrt. Alter Schwede, für 10 Damage macht er das echt jetzt? Er tötet sich dafür selbst für 10 Schaden. Bist du voll bekloppt? Du bist ja ein Pimmel, Alter. Das ist ja absolut selbstzerstörerische Malträtiertechnik hier. Für 10 Schaden damage er seine gesamte Bank und... Okay, meiner kriegt nur 10 ab. Ja, toll. Und ich kann dafür gleich den nächsten Preis ziehen. Und da kommt jetzt ein Electek, was 10 Damage hat und folglich nur noch 60 übrig hat. Was heißt, der kriegt auch mit einem Hit down. Das ist ja nütte. Der Pimmel, der kann doch nix. Bam, 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 bam. Ach so, das Geilste ist natürlich... Leute, ich hab einen Trank. Guck mal, hier. Trolling-Modus. Für 10 Schaden lässt er sein Magnetilo explodieren. Einfach fliegt alt in die Luft. Ist ihm scheißegal. Ohne Rücksicht auf Verluste. Warte mal. Das habe ich gerade leiser gemacht. Wollte ich gar nicht. So, ist mir egal. Hier, Dickter, nimm was. Nimm was. Du kannst es ja brauchen. Ich glaub's ja nicht, weil Rio, und der macht ja sowieso alt alleine. Guckt euch das an. Ich hab jetzt schon wieder ihn gekillt. Er hat sich selbst malträtiert. Total bekloppt, ey. Wer macht denn sowas? Hätte ich, ey, warte, bis ich einen Magneton gezogen hätte. Das hat ein bisschen mehr Schaden ausdehlen können. Dann ist er nächste Runde schon wieder down. Du bist doch bekloppt. Ich hab dich gefoppt. Du wurdest gepoppt. Vergess das. Darf man als YouTube-Partner eigentlich so nur bösen Mecker-Worte sagen? Ich weiß es gar nicht. Es gab ja so Richtlinien. Ich hab mir die auch durchgelesen, weil ich bin ja bei sowas mehr als misstrauisch. Weiß gar nicht warum. Also, weil sonst könnt ihr mich wahrscheinlich so als offene Menschen, der nicht die Klappe halten kann und wirklich jeden Scheiß ausplaudert. Meistens sogar das, was keine Sau interessiert. Kommt noch dazu erschwerend, aber da bin ich doch vorsichtig, weil ist immer so Vertragsgeschichte und so. Das ist so wirklich wie ein Vertrag, also pff, Respekt. Down, down. Aber ich verrate euch mal die Technik, wenn euch irgendjemand, wenn ihr auch so Let's Player seid und ihr auch so eine Einladung bekommt, dann einfach den Gegnern so lange mit Fragen löchern, bis sich jeder Typi, der versucht euch irgendwie ein Passwort abzuluxen oder irgendwie euch nur Geld abzocken will oder euch nur reinlegen will, der irgendwas fieses mit euch vorhat, der einfach so lange mit Fragen löchern, bis er merkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, einfach nur so lange hinterfragen, bis er merkt, okay, der ist echt, da kannst du das machen. Daum, daum, daum. Ich habe natürlich am Ende noch die Frage gestellt, für mich Kasper Clown, wie üblich, habe ich dir die meisten Fragen gestellt von allen deinen Bewerbern? Oder, ne, eigentlich wurde ich ja eher angeschrieben. Da 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 dam dum dum dum. Gelähmt, ach Mann, oh. Och komm schon, ist doch uncool. Lass mich doch auch mal mitspielen. Ich will doch nicht die ganze Zeit hier passiv auf der Bank sitzen. Was ist das denn? Gib mir mal eine Tauschkarte, komm schon. Oh, Dickdri, geil. Und ich habe jetzt glücklicherweise auch schon ausgerüstet. Ist doch Evil Knievel, Evil Knievel. Wo ist denn Evil? Und wow. Ich muss auf einen wo ich gerade reise bei Resident Evil bin. Ich muss mal eigentlich das zweite Spiel, was ich hier habe für die Wii, müsste ich endlich mal durchzocken. Aber das ist so schwer. Mann. Egal. Vielleicht ein Hardline Let's Play. wo ich dann Let's Fails in Resident Evil leisten durfte. Och Mann, oh. Oh. Ich wollte jetzt extra nicht sagen, paralysiere mich, weil das Spiel dann mich sowieso trollt und mich nochmal paralysiert. Und ich dachte, wenn ich jetzt nicht drauf gucke, dann hat man so, ja, umgekehrte Psychologie, dass dann das Spiel vielleicht denkt, ach naja, komm, lässt mal mitspielen. Aber er lässt mich nicht, er macht's nicht mit. Ich frage mich aber gleich, wie er eine Elektroenergie ausspielt und sich selbst in die Luft jagt für 10 Schaden. Das wäre stylisch. Oh, da kommt Magnetismus, ja, nee, Magneton. Magnetonismus, oh mein Gott. Da, 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 da. Klingt wie eine eigene Religion für den, für Magnet-Pokémon. Sehr authentisch. Down. Was zum Henker? Er hat mich nicht paralysiert, finde ich schon mal cool. Aber ich dachte, er entwickelt das jetzige Magnetilo. What the fuck? Was machst denn du hier? Oh.
Oh. Okay, 80 Schaden ist nicht wenig. Aber es tötet sich wieder selbst und... ja. Drückt wieder seine gesamten Bank ordentlich Schaden rein. Und ich kann den Damage sowieso wieder heilen. Ich habe einen Supertrank auf der Hand. Das weiß er, aber nicht. Und aufgespießt. Vor allem jetzt wäre ein Finale selbstmörderisch, weil... ja, die 80 Schaden, die er sich selbst dealen würde, die wären ja dann... versteht er? Ich glaube, ihr könnt meinen Gedanken gerade nachvollziehen, weil dann er bringt sich dann selbst um und gibt mir somit den letzten Preis. Und eine Elektroenergie an Elektroball. Okay, er greift nicht mal an, ja. Er macht gar nichts. Er ist völlig hilflos. Er hat überhaupt keine Chance gegen einen Boden-Pokémon. Einmal 10 Damage gedealt. Aber das ist doch nichts. Also echt, Kampf gegen Elektro ist echt fies. Guckt euch meine Bank an, ja. Die ist so fett ausgerüstet. Die würden den so fisten, Alter. Die Boxen nehmen so oben auf den Kopf, dann guckt euch die Rippen ihn ab und die Skitter. Das ist unbelievable, sag ich euch. So, hier Opfelspieß, wenn er gerade mal einen schafft. Aus dem komischen Wasserball die Luft rauslassen. Pff. Nee, ist ja kein Pummelluft. Aber man muss sagen, mit seiner komischen hier, ich mach dich Paralyse, Alter, weißt du? Mit der Technik hat er mich ganz gut hingehalten, weil guck mal. Wow, bis auf 20 Karten haben wir das geschafft. Und jetzt mache ich Ende im Gelände. Aufgespießt. Jetzt müsste er eigentlich hochgehen. Weil in einem Anime ist es ja mal so, wenn Elektroball angegriffen wird, immer gleich Boom, Headshot. Bam, 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 bam. Geht alles in die Luft und ich habe gewonnen, Leute. Geilo. Boah, das ging ja ziemlich easy, muss ich sagen. Wie konnte man Elektronik verlieren? Wie schockierend. Hey, grüß mal MC Axel Schweiß von mir, wenn du den siehst. Steht da Axel Schweiß, ne? Alter. Oh Gott, wie blöd. Nimm diese Elektromedaille als Beweis für deinen Sieg über mich. Kaya, die Peng-Puff-Medaille, die Elektromedaille, waren geilo. Und hier noch Booster parken. Oh geil, Rätsel, cool. Ja damit. Da kann ich auch noch ein paar brauchen. Hab ich schon. Oh, noch ein zweites Stability-Cat, ein Blitzer, bla bla bla. Nothing special. Und noch ein Booster-Package-Rätsel. Komm, gib mir was Gutes. Oh, epic, Leute, guckt euch das an. Es gibt ja von den ganzen drei legendären Feuer-Pokémon, gibt es eins, glaube ich, das nennt sich... ja, das sind diese normalen Karten, die es auch im normalen Verlauf gibt. Und dann gibt es die drei legendären Pokémon, die man als Vorteilskarten von den Groß-Groß-Großmeistern kriegt. Und das hier ist das normale Lavados. Das ist das normale Zapdos, habt ihr durch mein Elektrodeck kennengelernt. Und das normale Arktos, was ist mit dem eigentlich? Das habe ich auch noch nicht, glaube ich. Aber wo das dazugehört, boah, keine Ahnung. Mal gucken, was das drauf hat. Entferne beliebig viele Feuerenergiekarten von Lavados. Wow. Lege die gleiche Anzahl von der obersten Karten vom gegnerischen Deck auf den Ablagestapel. Also kann man damit das gegnerische Deck vernichten. Mit 4 Feuerenergie kann er einen Angriff machen, der bei Zahl auch noch fehlschlägt. Weil das ist ja bekloppt. Das ist ja richtig behindert. Oh, ein Schlupf, cool. Und dann ist sonst wirklich nichts Besonderes dabei. Ich werde meine Fähigkeit verbessern, komm bald wieder. Nö, kein Bock. So, Leute, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, dann kommt jetzt gleich unser Lieblingsfreund angestiefelt. Bruins. Ja, gut. Wir saven mal. Oh, 190 Karten. Yay. Yeah. Und ich glaube, gleich müsste uns Roland entgegenkommen. Und Leute, das mache ich im nächsten Part. Ich danke euch wieder mal fürs Zusehen. Damit gibt's YouTube-Partner, aber mein Niveau hat sich immer noch nicht verbessert. Na gut. Zeit für mich, dass ich selbst bleibe. Also Leute, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann wieder mal. Mach's gut, haut rein. Tschüssikowski und ciao.